Das sind Marc und Liv. Sie leben eine Beziehung, ich würde sagen, auf Augenhöhe, haben gute Gespräche miteinander, schätzen sich enorm. Nur wenn es um den Sex geht, dann wird es schwierig. Der ist, sie würden wahrscheinlich sagen, irgendwie ein bisschen langweilig. Also mindestens Liv sagt das so. Und sie kann sich noch so Mühe geben, aber der Marc macht sie einfach nicht mehr an. Ja, schauen wir mal her. Vielleicht haben sie das Problem vom domestizierten Sex. Weil es durchaus sein kann, dass man zu gut befreundet ist, um noch einen guten Sex zu haben. Willkommen im Beziehungskosmos, wo wir heute über, wie gehört, domestizierten Sex reden oder warum bei vielen Paaren irgendwann die Erotik verschwindet. Ich bin Sabine Meyer, Journalistin, und mir endlich wieder mal vis-à-vis. Felicitas Sambauen, Psycho- und Paartherapeutin. Beziehungskosmos. Domestizierter Sex. Ich habe es ja bis zu dieser Vorbereitung nicht gekannt, das Wort. Wir schauen es später garantiert noch an. Zuerst möchte ich mich aber um die Erotik kümmern. Warum ist es auf eine Art fast ein bisschen gegeben? Ich weiß nicht, ob du das bestätigen würdest, aber dass die Erotik irgendwann nachlässt. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Paar, Ausnahmen sind vielleicht tatsächlich da, sagen, mit der Zeit ist es immer schwieriger. Ich glaube aber, es ist eben auch nachzuvollziehen, warum immer schwieriger die anfängliche Erotik, die Spannung, das Neue, das Ungewisse in der Beziehung und vor allem auch im sexuellen Bereich aufrecht zu erhalten und gleichzeitig eine sichere Beziehung zu haben. Weil das ist die grosse Herausforderung. Wir wollen ja sichere Beziehungen, Verlässlichkeit, Stabilität. Und das steht gerne ja im Gegensatz zu dieser Spannung und zu dem Ungewissen, das die Erotik drin hat. Und das eine nimmt zu über die Zeit von der Beziehung und das andere oft dann halt gegenläufig ab. Also es ist wirklich ein Widerspruch. Entweder hast du sichere Beziehung oder du hast eine erotische Beziehung. Nein, das kann man nicht so ganz im Widerspruch nehmen, aber Erotik verlangt Unbekanntes, es verlangt Fremdes, es verlangt nicht genau wissen, was, das Verspielte. Und wenn natürlich jemand seit 20 Jahren auf dem Sofa miteinander sitzt, hast du vielleicht noch wenige Überraschungen. Ja, wenn wir es ein bisschen positiver noch formulieren, ich glaube, es ist sinnvoll zu akzeptieren, dass das wird eine Herausforderung sein von einer langjährigen, stabilen Beziehung. Die Erotik, der Sex und das Sparkle, ich finde den englischen Begriff einfach passend, so ein bisschen das Glitzern, das Spritzige, ist im sexuellen Kontext sehr interessant, dass man das beibehaltet. Und wir werden im Verlauf von heute auch darauf eingehen, was es dazu braucht, um das beibehalten zu können. Eben. Das schon vorweg. Ja. Es gibt schon ein paar Sachen, die man machen kann. Genau. Es gibt dann auch noch eine schlechte Nachricht, aber dazu später. Oh, ist auch schön. Aber zuerst zu den Positiven. Nein, das nicht. Die Erotik-Killer, die wir sie mal benennen. Das ist mal so wie positiv, als dass er dann etwas dagegen machen können. Es gibt ja schon ein paar, die wir einfach in unserem Alltag haben. Ja, es gibt da viele und die sind auch nicht mega überraschend. Also ganz, ganz viel von der Erotik-Killer kommt durchs System, also wo wir drinnen leben, dass wir halt auch viel Druck haben, viel Stress haben, weniger Zeit haben, viel Routinen entwickeln als Paar und durch das weniger den Fokus aufeinander legen. Jetzt ist es aber wichtig, und da dürfen wir schon kritisch anmerken, ja, Stress und wenig Zeit hast du ja vielleicht auch, wenn du jemanden frisch kennenlernst. Es ist ja nicht so, man lernt die Leute immer dann kennen, wenn wir in der Ferien sind und entspannt. Aber das ist eben das Interessante, der Fokus, den man darauf legt und die Priorität. Also, ich habe dir vorher gesagt, wie ich das schätze, dass du mich auch noch nach 3 Jahren abholst, wenn ich zu dir komme, einen Podcast aufnehme. Und du kommst mich an der Bushaltestelle abholen. Obwohl ich manchmal auch nicht weiss, ob du mir noch nicht so ganz zutraust, ob ich den Weg finde. Doch, doch. Langsam würde ich es, glaube ich, auch einigermaßen schaffen. Und gleichzeitig ist das jedes Mal etwas, was ich extrem wertschätzend finde. Also the pressure is on, hör nicht auf damit. Nein, aber das ist relevant. Weil das sind die Sachen, die machen, dass man sich immer noch wertgeschätzt fühlt. Das ist, wir haben es irgendeine Folge mal besprochen. Das ist, wenn man heimkommt, in die Tür reinkommt, dass man Partnerin, Partner immer noch begrüßt oder vielleicht umarmt oder von mir aus auch nur anschaut, anstatt einfach zu denken, oh, ist wieder da, dann kann ich jetzt gerade mit dem nächsten Input kommen. Das hat ganz viel auch mit dem zu tun, wo aber das System natürlich darauf auflagert. Also die Paar, die bei mir sind, auch ganz oft einfach dann vielleicht auch ein bisschen ausredend sagen, ja, aber ich habe einfach auch so viel zu tun. Ich habe halt so viel Stress.
Und manchmal gibt es Systeme, wo es wirklich schwierig ist. Und trotzdem, gerade mit einem liebevollen Appell, schaut doch noch ein bisschen genauer her, wo es eben die Möglichkeiten immer noch geben könnte. Weil die Erotik entsteht in diesen Räumen, wo man miteinander verbringt und nicht unbedingt gerade dann, wenn man sagt, und jetzt müssen wir Sex haben. Und du hast es kurz angetönt, eben manchmal hat man ganz viel um die Ohren, aber es ist eben auch eine gute Erklärung, um sich vielleicht nicht mit anderen Themen auseinanderzusetzen, die dahinter liegen, dass man jetzt keinen Sex will oder dass jetzt live der Markt nicht mehr attraktiv findet. Genau, das schauen wir dann noch im Detail an, da haben wir ja ein paar Hypothesen. Und ich sage dort viel auch noch, dass ich zum Beispiel, obwohl ich viel Stress habe oder wenig Zeit, dann trotzdem vielleicht schaffe, mit meiner guten Freundin abzumachen. Und sie manchmal dann im blödsten Fall eine Priorität überkommt, die man der Partnerschaft gar nicht mehr gibt. Und schon interessant ist, dass weit über 90% der Paare, die kommen, obwohl das ist eine Stichprobe natürlich, das ist nicht die ganze Population, halt sagt, wir möchten so gerne mehr Priorität geben. Und sie suchen dann immer im System, ja, wo hat es denn noch Zeit? Wo könnte man denn noch Platz freischaufeln? Und ich möchte heute mit dir auch heranschauen, dass es eben wie so, wir müssen ein bisschen hinter die Bühne schauen. Es geht halt um die Altbekannten, es geht um Bedürfnisse, es geht um gesehen werden. Es geht manchmal um viel so diffusere Sachen, als dass man einen Termin in die Agenda setzt, obwohl das auch wichtig ist. Und wenn wir gerade den Begriff Erotik ein bisschen versuchen zu definieren oder ein bisschen reinzuspüren, das ist ja nicht etwas, was auf Knopfdruck geht. Das ist nicht etwas, was einfach eben wie am Samstag um 9 Uhr bis um 10 Uhr können wir das planen. Und dann ist die Stimmung da. Es braucht relativ viel Eigeninitiative und auch ein Effort. Und ist auch, das finde ich immer sehr spannend, zum Beispiel innerhalb von einer Paarbeziehung auch individuell. Ich rede dort immer ganz fest auch von den verschiedenen Tempi, die ein Paar hat. Es gibt eine Person, die vielleicht sagt, ich kann in 10 Minuten mich in so eine Stimmung versetzen, die ich erotisch finde oder dann auch sexuell. Weil das müsste man ja auch noch mal unterscheiden. Nicht jedes Mal Sex haben ist unbedingt auch erotisch. Und nicht jede Erotik hat mit Sex zu tun. Also eben, da kann eine wertschätzende Handlung von jemandem, man kann eine Art einen erotischen Aspekt haben, ohne dass man denkt, jetzt hat man oder muss man Sex haben. Und es vor allem auch darum geht, das Spiel, also du sprichst es gerade an, es braucht ja so irgendeine Bewegung. Also es ist nicht statisch, es ist nichts, was man fix macht. Und es bewegt sich halt immer in dem Näherkommen und Zurückgehen und Näherkommen und Zurückgehen. Und das, ich finde manchmal, das ist ja auch ein bisschen Kunst. Also weil da musst du auf dich schauen, aufs Gegenüber schauen und im System in dich nur bewegen. Jetzt haben wir gesagt, es hat halt viel damit zu tun, dass wir eine gewisse Sicherheit haben irgendwann in einer Beziehung. Und das ist wieder Gegenpol zu dem eben Unbekannten, das die Erotik auch ausmacht. Ja. Wie könnte man denn das dort auflösen? Man kann ja nicht sagen, man geht dafür weniger sichere Beziehungen ein oder man ist weniger verbindlich miteinander. Könnte man gerade im Fall ausschweifen und eine eigene Sendung machen, weil das durchaus für einige wie eine Lösung ist, wo sie sich suchen, sich auf eine komische Art, also komisch sage ich, weil es manchmal dann das Grundbedürfnis doch nicht ganz befriedigt, also sehr unbeständige Beziehungen einzugehen, um eben den Freiraum, den Spielraum zu behalten, die Spannung. Und man opfert halt einfach den anderen Pol. Also es wäre so wie eben, entweder ich gehe in eine ganz, also so eine klassische Beziehung hat oft die Gefahr, es wird zu eng, also so die traditionelle Beziehung. Man lässt sich nicht mehr mit anderen Leuten treffen. Man findet schnell bedrohlich, wenn jemand alleine Ferien will, bewahre ein eigenes Schlafzimmer. Und dann die andere Seite von, ich lasse mich gar nicht auf feste Beziehungen ein, das wäre so ein bisschen wie zweimal aussen im Spektrum. Und wo wir natürlich herwetten, ihr ahnt es schon, ist sich dort innen, also im besten Fall ist man irgendwo in dem mittleren Bereich zwischen Nähe und Distanz und hat aber als Paar die Möglichkeit, sich darauf zu bewegen. Und die Kunst ist aber, und das sieht man ja selber meistens auch nicht so klar, ist, was braucht man eigentlich als Nächstes? Weil es gibt beides. Vielleicht schauen wir es an, wenn du Lust hast, welches Paar braucht mehr Distanz? Wie zeigt sich das? Und welches Paar braucht mehr Nähe? Wie zeigt sich das? Ja, also schauen wir es gerne miteinander an. Wo siehst du, dass ein Paar Distanz braucht? Vielleicht muss man noch sagen, wir haben als Vorbereitung für die Sendung zusammen das Buch von Esther Perel gelesen, also jeder für sich, nicht zusammen. Was, so viel Nähe doch nicht. Nein. Was Liebe braucht. Und dort bringt sie ja zum Beispiel ein Paar, wo sie sagt, dann habe ich müssen sagen, hey, verbringt mal Zeit allein. Genau. Ja, und das ist etwas, wo in den Köpfen oft, also wir haben ja immer unsere Bilder und Erwartungen im Kopf und manchmal auch in der Paarbeziehung nicht die gleichen.
Also was heisst viel Zeit miteinander verbringen? Da könnte man vielleicht mal zusammensitzen und sagen, was ist für dich viel Zeit miteinander verbringen? Was ist für mich viel Zeit miteinander verbringen? Da sagt vielleicht ein Paar, ja, alle zwei Wochen mal aufs Sofa sitzen, findet jemand genug. Und jemand anderes sagt, aha, ich habe vor alle zwei Tagen geredet oder gedacht. Und ich frage dort, ich darf das natürlich sehr konkret dann nachher in den Sitzungen, sind ihr wohl mit dem Level an eurer Distanz? Und bei zu viel Nähe passiert, bei Liv und Mark würde ich jetzt dort mal herfragen, weil meine Vermutung wäre, dass sie vielleicht in gewissen Sachen wie zu nah beieinander sind. Ich habe das vorhin so ein bisschen salopp gesagt, mit, man kann zu gut befreundet sein, um noch guten Sex zu haben, weil ich glaube das gar nicht so. Ich glaube, man kann sehr gut befreundet sein und trotzdem guten Sex haben, aber es braucht genug Eigenraum, es braucht genug Distanz. Und wenn dann nicht mehr rum ist, wenn man ständig beieinander ist, dann fehlt auch das, etwas Frisches reinbringen können, wenn wir ständig beieinander sind. Und ich habe auch schon ein paar dann ganz konkret als Hausaufgabe mitgegeben, Zeit nicht dürfen miteinander zu verbringen. Und das ist auch noch spannend, weil wenn ich sie als Hausaufgabe gebe, ist es einfacher zum Annehmen. Die können sie im blödsten Fall auch über mich schimpfen und sagen, das ist ja eine dumme Hausaufgabe, wieso machen wir jetzt das? Als wenn jemand in der Paarbeziehung sagt, ich will mehr Freiraum, dann ist es natürlich viel schneller bedrohlich oder abwertend. Wenn du so Fragen stellst, wie fest sind sich Paar dessen bewusst? Also wenn du sagst, hey, wie viel Nähe braucht ihr eigentlich? Oder was heisst das für euch, viel Zeit miteinander verbringen? Sie sich bewusst sind, wie das bei Ihnen ist, oder wie soll ich die Frage stellen? Nein, nein, ich hoffe, da haben Sie das volle Vertrauen in dich. Nein, wie das bei Ihnen ist, weil ich denke, das sind so Überlegungen, die man sich wahrscheinlich gar nicht macht. Ich schmunzle, also was heisst das viel? Ich schmunzle, weil es im Beziehungskosmos sieht das etwas anders aus. Da kommen die Paare mit sehr, sehr klaren Ideen und also die wissen oft schon genau, wo ich her will, weil sie gut zugelassen haben. Aber grundsätzlich, oder vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren, ist das so gewesen, dass man dem mit grossen Augen angehockt ist und sich noch gar nicht überlegt hat, aha, das könnte mein Gegenüber ja anders wahrnehmen. Das wäre das Thema Perspektivenwechsel, das auch schon sehr, sehr, übrigens auch schon erotisch kann sein. Das macht wieder das Gespräch auf. Was, du siehst es anders. Irgendwo kommt der Satz im Buch von der Esther Perel, es passt da zum Innebringen, ich kann ihn nicht genau zitieren, aber dass dann ein Mann in einer Therapiesitzung gesagt hat, wenn du mich jetzt würdest verlassen, dann wärst du wieder attraktiv für mich. Das ist ein bisschen krass und ein bisschen provokativ, aber es zeigt genau, um was es geht. Also erst eine Wegbewegung von mir würde dich wieder attraktiv machen. Man redet auch von einer dynamischen Sicherheit. Und man redet in der anderen Geschichte, das wäre Liv und Mark im blödsten Fall, von einer schlaffen Sicherheit. Also das heisst einfach, ich habe diese Höhle, ich hocke da drin und ich weiss, was kommt. Aber das heisst nicht, dass man am anderen immer sagen muss, im Fall, jetzt kannst du mich dem verlassen oder ich verlasse dich jetzt dann, weil ich brauche Distanz. Weil das wäre ja dann nicht eine dynamische Sicherheit, das wäre gar keine Sicherheit. Das wäre vor allem kein gesunder Erwachsener. Das wäre natürlich ganz viel auch die Glaubenssätze, auch durch die Stimmen aktivieren. Es wäre auch ein Manipulationsversuch. Nein, nein, es ist mehr, man kann sich für sich die Frage stellen. Ja, man könnte es ja recht konkret machen. Es ist oft so, dass ein Paar dann kommt, das könnte Liv und Mark sein, und er hat jetzt wie so ein bisschen geahnt, weil das ist ja schon spannend. Ein paar spüren, ja, mit etwas stimmt nicht. Sie können es aber nicht so benennen oder sie trauen es auch nicht so zu benennen. Und dann würde vielleicht der Marc sagen, hey, jetzt ist da so eine Convention von meinen Studiekollegen, die gehen alle, wir sind jetzt gerade in Amerika, bei der Esther Perel, die gehen alle für 3 Wochen auf Hawaii. Ich will mit. Und die Liv hoch alarmiert ist, weil sie merkt, hey, das ist eine Bewegung nach aussen. Jetzt haben wir noch gar nicht von ihren Bindungsmuster geredet. Also je nachdem, da könnt ihr gut die passende Folge hören. Zu den Bindungsmustern ist das für sie auch mega bedrohlich, dass er da rausgeht. Und jetzt im Prozess mit mir, wenn sie bei mir merkt, könnte sie, dass sie merkt, das ist zwar bedrohlich, aber das ist für unsere Beziehungsdynamik sehr wichtig, weil das ihm wieder vielleicht den frischen Wind gibt, den er braucht, und ihr vielleicht auch ein bisschen Attraktivität von ihm zurückgibt als nicht so verfügbar. Mir gefällt das Wort auch noch gut, also die Verfügbarkeit von der Partnerin oder vom Partner kann Sicherheit geben, aber ist doch irgendwann auch langweilig.
Es erinnert mich ein bisschen an Kinder, die miteinander spielen und sobald das eine Spielzeug vom einen Kind genommen wird, wird es attraktiv für alle anderen. Ja, nein. Ja. Also eigentlich und eigentlich holen sie sich mit einer Affäre ein neues Spielzeug irgendwie in die Beziehung. Also zu dem, wenn wir in den grossen Bogen machen, so haben wir auch schon mal eine eigene Sendung dazu gemacht zu den Affären, dass genau natürlich auch eine dritte Person kann eine Bewegung in die Beziehung, in die erstarrte Beziehung reinbringen, wo kann, wir haben dort als Untertitel ein Weckruf oder der Todesstoss von einer Beziehung, weil das beides kann sein, wenn jemand dritt reinkommt. Und vielleicht einfach nur den Satz könnte man auch noch einmal diskutieren im grösseren Rahmen, dass eben zum Beispiel die Treue versprechen von und wenn jemand fremd geht, dann musst du deine 40-jährige Ehe in die Tonne kippen. Natürlich auch sehr problematisch ist. Also, dass man wie sagt, ein Vergehen auf dieser sexuellen Treue-Ebene wird dann sozusagen als das Todesurteil einer Beziehung gesehen, anstatt zu schauen, was ist denn passiert? Weil Perel schreibt das, und ich erlebe das auch in Therapien, manchmal sind das ganz belebende Momente, die die Erotik zurückholen. Ich höre so viel, dass dann jemand sagt, und nach dem Seitensprung in der tiefsten Verletzung haben wir den besten Sex gehabt seit Jahren. Und man sich fragt, was ist passiert, was hat gefehlt, was ist die Funktion vielleicht auch von dieser dritten Person, von dem Schatten. Also ich glaube, sowieso muss man sich vielleicht überlegen, ob die Zweierbeziehung alles aufeinander fokussiert, miteinander auf dem Sofa jeden Abend, eben die ganze Nähe so gesund ist. Also das muss ja nicht immer gerade eine Affäre sein, aber vielleicht einfach schon andere Bezugspersonen zu haben, mit anderen etwas erleben, wo man wieder zurückbringen kann in die Beziehung, dass das eben am Schluss sich im Bett zeigt. Und du sprichst genau das an, wenn wir uns jetzt als Spektrum vorstellen, von Nähe und Distanz. Wenn wir in dieser dynamischen Sicherheit sind, dann spürt das Paar immer mehr, wo sind Wegbewegungen auch gesund. Und die dürfen im Fall ein bisschen bedrohlich sein. Die dürfen sich auch unsicher anfühlen. Vielleicht ist das sogar wichtig, wenn darunter sozusagen das Fundament stark genug ist. Und eben, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt beides. Dann gibt es auch die Paare, die irgendwann so weit voneinander weg sind, dass auch keine Dynamik mehr richtig reinkommen kann in die Beziehung, weil man gar nicht mehr weiss, was gegenüber ist und man sich wie entfremdet fühlt. Und beides ist dann starr. Also das eine ist die Symbiose, das ist irgendwann auch starr. Und das andere ist die komplette Entfremdung, ist auch starr. Ja, und eigentlich ist es ja klar, in der Erotik musst du ja im Spiel sein miteinander. Mhm. Also du musst dich im Blick haben, du musst aufeinander zugehen. Du hast vorhin das Beispiel gebracht, das ist jetzt vielleicht gerade ein grosser Gump. Ich bin dich an der Bushaltestelle abholen. Ich war tatsächlich ein bisschen im Zeitverzug, weil Feli ist 3/4 Stunde früher gekommen als geplant. Mhm. Und habe zuerst gedacht, ah ja, sie kann ja heimlaufen, also sie kann zu mir laufen. Das ist schön, dass du sagst heimlaufen. Und dann habe ich plötzlich gedacht, so, nein, ich will wieder auch für mich mental den Shift machen, jetzt ist Beziehungskosmoszeit, ich will nicht, dass du da reinkommst und ich bin eigentlich noch an meinem Zeug am Rotieren, sondern es war wie so eine, auch von mir eine bewusste Einstellung auf dich und eben ein Zugehen. Darum, Erotik, zu viel Distanz, hast du ja dann die Verbindung auch nicht mehr. Ja, das ist eh spannend, man könnte das schon wieder Schema analysieren, weil ich auch gemerkt habe, das war auch spannend, vor vielleicht 2 Jahren hatte ich dir nicht mal geschrieben, dass ich zu früh bin, sondern hat 3/4 Stunde irgendwo in der Stadt verbracht, weil ich das komplett übergriffig gefunden habe, dich jetzt mir einfach so, mich dir aufzudrängen. Und heute Morgen wirklich so gedacht habe, ich würde auch hier in der Küche hocken und du würdest gut duschen und ich wäre jetzt halt einfach schon da. Also das ist übrigens ja gerade spannend, weil das wäre genau der Tanz. Also einerseits, das, was ich gerade sage, ist ja ein Zeichen für unsere Stabilität von der Beziehung. Dass ich sage, ich mute mich dir auch zu in dieser falschen Zeitzone. Und du sagst, ich will aber immer noch eben so, dass, weil das ist ja ein bisschen auf eine Art ja auch die Distanz, wo du sagst, ich will dich abholen, wie wenn du das erste Mal zu mir kommst, wie wenn ich einen Gast abhole oder eine Gästin abhole und dich reinhole. Und, aber das wäre genau die Bewegung. Und das hat ja jetzt von unseren beiden Seiten etwas wertschätzendes Gefühl gehabt. Also ich habe es natürlich toll gefunden, dass du trotzdem gekommen bist, mich abholen. Und eben vielleicht du jetzt hörst und denkst, ah, ist irgendwie auch schön, dass ich unsere Beziehung so verlässlich sehe. Das habe ich nicht überlegt. Nein, das ist nicht überlegt. Das habe ich auch vorhin erst im Tram herausgefunden. Und denkt, das hätte ich nicht immer gemacht. Ein anderer Aspekt kommt jetzt da noch in den Sinn, wo Perel ja so gar nicht anspricht, aber es geht ja darum, im Hier und Jetzt zu sein. Mm. Also damit Erotik entstehen kann, dann kann ich nicht... Also Fantasie ist etwas anderes, oder? Auch sexuelle Fantasie, das braucht es ja manchmal, oder ist wichtig, werden wir vielleicht auch anschauen. Aber
Es geht darum, eben, ich nehme dich wahr, ich bin jetzt da und bin nicht noch an 7 anderen Sachen. Und dann denke ich, meine, ein Erotikkiller, den man müsste erwähnen, wäre wahrscheinlich ein Smartphone. Ja, voll. Total. Also, und das ist auch ein grosses Ding. Also generell Unterbrechungen, wobei ja Smartphone einfach der Inbegriff von Unterbrechung ist. Aber auch sonst, ich finde, wir haben es mal in irgendeiner Sendung von diesen Omega-Pausen. Also sich auch einen kleinen Raum so gestalten, dass er wie so ein griechisches Omega ganz gross werden kann. Und dort ist etwas vom Wichtigsten zu sagen. Also wie jetzt übrigens, mein Handy ist auf Flugmodus. Wir wissen, deine Kinder kommen nicht heim und haben jetzt diesen Raum. Und der kann gross werden. Und den kannst du eben auch im Hier und Jetzt sein. Voll. Und das einfach zu besprechen als Paar, also Smartphones irgendwo herlegen und aufeinander fokussieren. Und Priorität eben wieder entscheiden, wo die Priorität ist. Ein anderer Punkt, wir schauen ja immer nicht nur die individuelle Ebene an, sondern auch die Systemebene, und ich finde die eben bei dem Thema auch relevant, ist die ganze Effizienzfrage. Oder eben im Job sind wir so getrimmt in 5 Schritte zum Erfolg, oder was sind meine 27 Management-Prinzipien, und dann bin ich eine gute Führungskraft oder so. Und das spricht Perel dann auch an. Ich finde interessant, dass eben ganz viele dann zu ihr so in Therapie kommen und finden, sagen wir jetzt die nächsten 5 Schritte, die ich machen muss, damit wir wieder ein gutes Sexleben haben. Ja, und am besten noch viel konkreter auf sexuelle Praktiken. Gib mir 5 Tipps, wie ist meine Erektion stärker und wie kommen wir schneller zum Orgasmus, besser und zuverlässiger und effizienter. Und dass dort das ja auch ein Killer ist von Erotik, weil Erotik ist ineffizient. Ja, das ist so ein schöner Satz, den haben wir vorhin schon diskutiert. Erotik soll dürfen ineffizient sein, und unser Leistungsstreben, unser Selbstoptimierungsstreben macht auch, jetzt gehen wir schnell gerade auf die Schema-Ebene, Sexualität und Erotik hat ganz viel, und das ist wichtig, noch zu unterscheiden, mit dem inneren Kind zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man Sexualität mit Kind verbindet, sondern das innere Kind von der Schemaarbeit mit unseren Gefühlen, mit unseren Impulsen, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Lebenserfahrungen, zu dem kommen wir noch. Und Sexualität ganz fest und Erotik dort drauf auch soll stattfinden. Und in dem Effizienzdenken macht man ja ganz fest, also Überkompensation, es muss schneller gehen, es muss weiter gehen, es muss besser gehen. Und sogar teilweise so eine emotionale Vermeidung. Ich will mich gar nicht wirklich damit auseinandersetzen, um was es geht. Was, jetzt müssen wir meine Biografie anschauen? Gib mir einfach 5 Punkte, wie ich besser kann. Und ich will aber auch nicht die Abrede stellen, dass so Techniken sehr wichtig sein können. Also wenn ein Paar zu mir kommt, frage ich irgendwann auch nachher, klappt es überhaupt, also wenn man so will, technisch. Und manchmal kommt ja auch raus, ja, dort gibt es schon das und das Thema. Das ist für mich einfach eine andere Schicht. Und wenn man nur auf dem Leistungsstreben kommt, also sind wir natürlich super schön kapitalistisch auch unterwegs. Und ich nehme an, wenn du das eben so als Arbeit anschaust, jetzt die Erotik erarbeiten, dann bist du ja im Kopf. Und wenn du sagst, es geht ums innere Kind, dann musst du ja zu den Gefühlen. Und dort musst du ja, das Spiel findet ja wie auf einer anderen Ebene statt. Ja, genau so hat es auch zusammengefasst. Also das, ich habe auch im Vorbereiten vom Buch, und eben, das ist immer so, das muss man immer so ganz vorsichtig formulieren, damit es nicht heisst, was inneres Kind und Sex, das geht doch nicht. Aber darum sage ich gerade, wir reden vom inneren Kind als Gefühl und Bedürfnis, als das verspielte, glückliche Kind. Also das Grundbedürfnis, das dort drunter liegt, ist Spontaneität, Spiel, Spass, Lust. Und das braucht erstens den Raum, und das darf können ineffizient sein. Und eben das mit dem Kopf, das ist voll das Ding. Also ich habe Paare, die sagen, und danach haben sie mir die 5 Schritte mitgegeben, und dann habe ich gewusst, okay, jetzt muss ich mich anders bewegen, oder ich muss anders schnaufen, und ich habe hier zu viel Spannung, oder ich habe dort viel das. Nur eines, das ist auch wichtig. Aber wenn man dann versucht, über das zu lösen, geht man im blödsten Fall wieder weg von dort, wo man eigentlich herwendet. Und Perelli hat ja auch so schön gesagt, und ich würde das unterschreiben, sie haben manchmal auch, das wäre eben, übrigens jetzt sind wir im domestizierten Sex. Ja, wir sind jetzt mit drin, wo alles ist verkopft, alles ist in dem häuslichen Kontext vielleicht auch viel zu fest eingedrängt, und dass man auch gar nicht mehr in den Verspielten hineinkommt, sondern komplett dann verkopft ist. Also domestizierter Sex, um das jetzt auflösen, bezeichnest du den Sex, wo zähmt ist. Ja, der ist zähmt. Also der Begriff kommt von der Perel. Und ich finde den aber grandios. Also erstens, weil es einfach irgendwie ein cooler Begriff ist, aber weil es wirklich heisst, dass wir ein Teil von unseren wilden Tieren und von unseren wilden Impulsen. Und das meine ich durchwegs jetzt positiv. Auch, dass man redet ja manchmal auch von diesen
ja, vielleicht ist es ein blöder Begriff, mit dem Animalischen. Aber das, was ungezügelt ist und unzähmt und dort auch drin steckt, dass ich in dem Moment auch bei mir bin und bei meinen Bedürfnissen. Und die Perel, ich finde, sie schreibt das sehr schön, aber auch ganz, ganz konkret, recht provokativ, dass sie sagt, und wir das Gefühl haben, wir müssen jegliche, das ist jetzt Zitat, Macht, Aggression und Übergriff weglassen. Und ich höre da schon die Aufschreie, wenn jemand sagt, sie hat gesagt, Macht, Aggression und Übergriff im Sex, das geht doch nicht. Und sie dann so schön beschreibt, dass das dürfen zwei Ebenen sein, dass wir Mark und Liv eine Beziehung auf Augenhöhe führen, wo wir sagen, wo sie sagt, du bist genauso wichtig wie ich und wir wollen gerne eine gleichberechtigte Beziehung. Aber im Schlafzimmer, oder aber vielleicht nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch auf dem Küchentisch, auf dem Sofa oder irgendwo. Sie sagen, es dürfen ein bisschen andere Regeln gelten, weil die anderen Regeln holen sich viele sonst im Aussen. Aber das heisst, das hat damit zu tun, dass wir je gleichberechtigter eine Beziehung ist, je femininer, müssen wir vielleicht nachher noch diskutieren, was wir damit meinen, auch mit dem sehr kopflastig, sehr über das Gespräch fokussiert, umso schwieriger ist es auch auszuhalten, dass dann eben beim Sex vielleicht das nicht auf Augenhöhe, wobei es kann ja auch ein Machtspiel sein, trotzdem auf Augenhöhe. Also genau. Also meine Erfahrung ist, dass das weniger so ist, dass das Paar grundsätzlich verabscheuen irgendwann, sondern dass sie auch durch, mit dem, was sie sich beschäftigen, also das ist jetzt mein Klientel, auch mehr sagt, ja, aber ist denn das erlaubt? Also, was sind Sie überrascht über Ihre eigene Aggressivität zum Beispiel? Oder über die Wünsche manchmal vielleicht auch, wo man die aber noch gar nicht teilt. Und vielleicht jetzt gerade eine Frau, die sich mit Emanzipation auseinandersetzt und Gleichberechtigung sagt, ja, ist es jetzt nicht komisch, dass ich das so genieße oder sogar will, dass ich irgendwie da so recht willenlos wirke und er macht mit mir, was er will. Und dann gehen mega die autoritären Stimmen los, die sagen, hey, was machst du eigentlich da? Geht es eigentlich nur? Du verratest ja alle anderen, die da für die Gleichberechtigung kämpfen. Und dort muss man natürlich reingrätschen und sagen, wenn das immer noch in einem verhandelten Rahmen ist, wo das beide gut finden, dann ist das komplett unproblematisch. Aber das eine ist ja mal überhaupt eben zu realisieren, dass ich das wünsche oder dass ich nämlich die Sehnsucht habe. Also, ja. Es wird ja wahrscheinlich schon vorher gestoppt. Ja, und dort ist halt interessant, und da könnt ihr mal selber überlegen, über das redet man halt schon sehr selten in der Paarbeziehung. Jetzt möchte ich gerade einen Link machen, auch nicht zu etwas Wichtigem. Ich finde auch nicht einmal so wichtig, dass man jetzt herhockt und sich das alles mitteilt. Weil, da schreibt auch Perel sehr spannend. Ich finde aber auch immer wichtig zu sagen, sie schreibt über ihre Zielgruppe in Amerika. Das sind vorwiegend so sehr puritanische. Das bringt sie ja immer wieder, dass das dann so starr ist und streng und es gibt ganz klare Regeln und das ist so die Zielgruppe für die, sie schreibt. Aber dass auch dort sie sagt, das muss man ganz genau anschauen und eben die ausdifferenzieren. Fantasie, ich will den Aspekt noch schnell aufnehmen. Dort schreibt sie ja auch viel, dass zum Beispiel, wenn man eben die Fantasie hat, dass man sich gern unterwirft oder ausgeliefert ist, dass das nicht real ist. Ja. Also die Fantasie heisst nicht, dass man das in der Realität so erleben will. Und was ganz wichtig ist, in der Fantasie hat man Kontrolle über die Männer, die einem vielleicht unterwerfen, und über die Frau. Ja, man bleibt Regie. Also, in der Fantasie bin ich nur in der Regie. Das finde ich ganz wichtig, wenn man über Fantasie redet, dass das irgendwie nochmal betont wird. Nur weil man sich das vorstellt, heisst das nicht, dass man das auch in der Realität so erleben will, sondern in der Fantasie hat man beide, eben hat man die Regie. Und eben, dass wenn ihr jetzt euch überlegt, will ich das teilen, weil und Perel, ich habe das noch spannend gefunden beim Lesen, das Buch ist auch schon ein bisschen älter, es ist 2007 geschrieben worden und man merkt teilweise, dass sie ganz bewusst jetzt etwas Provokatives reinbringt, auch so gegen den Rest der grossen Therapeutinnen, Therapeuten-Riege zum Beispiel, wo sie eben sagt, und ich bin, sie schreibt wirklich ausdrücklich dagegen, dass man sagt, man muss alles offenlegen, weil das ist so sehr in der amerikanischen Psychotherapie und Paartherapie so, also mir kommt es manchmal vor wie ein Beichtstuhl, was beschrieben wird, man muss herhocken und alles erzählen, du bist fremd gegangen, jedes Detail. Was du hast Fantasien, dann erzähl was, jeden Detail. Und das kann ganz viel noch viel schlimmer machen. Das kann sogar auch den Zauber wegnehmen. Und es kann manchmal nötig sein. Also wie zu sagen, es ist gar nicht wichtig, dass man jetzt herhockt und sich da alles erzählt, aber es kann sehr hilfreich sein, zu überlegen, was sind eigentlich meine Fantasien? Und wenn man will, kann ich natürlich in der Therapie auch schauen, was versteckt sich da, also eben zum Beispiel schematherapeutisch dahinter, was fehlt mir denn? Wenn jetzt käme die Liv und die würde mir sagen, ich traue es gar nicht sagen, der Marc wäre nicht in der Sitzung,
ich habe Vergewaltigungsfantasien. Jesus Gott, mit mir ist ja etwas ganz komisch. Ich will im Traum vergewaltigt werden und meinen Mann finde ich nicht mehr attraktiv. Aber ich will auch nicht irgendwie fremd gehen, obwohl ich muss sagen, im Fitnesscenter, der eine dort, wenn er mich anschaut, oh, dann stelle ich mir schon vor, wie er nachkommt in der Duschkabine, ohne mich zu fragen, ohne irgendetwas. Und wow, ist das cool. Oder aber geil in dem Fall. Und dann genau das ja könnte ein Hinweis sein, von was fehlt. Es fehlt halt ein bisschen mehr Dominanz, es fehlt ein bisschen mehr Macht, es fehlt ein bisschen mehr Initiative von Seiten Mann. Und dann müssen wir nicht zum Markt gehen und sagen, weißt du eigentlich, dass sie vom heißen Fitnessinstruktor träumt? Sondern wir können am Markt, wenn er das nächste Mal dabei ist, sagen, wie siehst du das eigentlich, wenn sie dir würde sagen, sie fände es manchmal cool, du wärst ein bisschen initiativer. Das heisst, Fantasie, je nachdem, behält man doch am besten für sich, weil das ja auch eine gewisse Spannung vielleicht generiert. Mhm. Aber die Wünsche soll man äußern. Das ist sicher sinnvoll. Obwohl auch da, ich, einfach zur Vollständigkeit halber, es gibt natürlich auch Paare, die über die Fantasien an ihrem Sexleben wieder aufpimpen. Weil die, also, es ist glaube ich auch im Buch, wo ein Paar sagt, wir hatten noch gar nicht mehr so Lust gehabt, wirklich echte Personen mit einzubeziehen, weil wir uns an unseren sexuellen Fantasien, wo so riesige Gruppen an Menschen dabei waren, einfach so haben können erfreuen und erregen. Und das erfrage ich einfach. Also, will man es mitteilen? Und dort finde ich persönlich immer wichtig, einfach keinen Druck zu machen. Mhm. Und im Zweifel nein. Also, im Zweifel behaltet man es für sich. Aber Fantasien, spannend, weil, das ist das, was du sagst, geben Rückschlüsse auf Wünsche und Bedürfnisse. Ein anderer Punkt, den ich sehr zentral finde im Buch, ist, dass sie sagt, lange Sex und Haltung sein, für guten Sex braucht es eine gute Beziehung. Mhm. Also man hat in der Therapie vor allem an der Beziehung geschafft. Mhm. Und sie hat festgestellt, guter Sex hat nichts mit guter Beziehung zu tun. Mhm. Das hat sie natürlich auch so, das hat sie wunderbar provokativ gemacht. So klapp, so wie ein Klatsch ins Gesicht gegen ein paar Kollegen, Kolleginnen von ihr. Aber ja, man hat lange so weit die Idee gehabt, dass sie ein Beiprodukt. Und du kannst sozusagen am Sex ablesen, wie die Beziehung ist. Und da wäre ich voll bei ihr. Das ist ja auch eine schöne Nachricht, dass man das darf als zwei Bereiche sehen. Weil eben, gell, wir haben es mal im Sex-frei-Podcast besprochen. Das würde dann heissen, eine Beziehung ohne Sex ist per Definition schlecht. Und das ist natürlich überhaupt nicht richtig. Und dann zum Beispiel eine Beziehung, wo Sex unter viel Zwang und Gewalt stattfindet, ist ja dann auch nicht gut. Aber eben, dort wäre auch der Sex dementsprechend problematisch. Ja, oder eben darum hat ja Liv und Marc sind irgendwie irritiert, weil sie haben sich so gern, sie haben so eine gute Bindung, sie haben so gute Gespräche und trotzdem haben sie keinen guten Sex. Genau, also der Marc geht jetzt schon mal 3 Wochen auf Hawaii. Gut. Das und macht er ja jetzt schon mal. Die Liv kommt zu dir. Die Liv kommt währenddem mal zu mir, zu genau. Dir. Was und machst du mit der Liv? Dann schauen wir mal, was das mit ihr macht. Jetzt ist er weg. Und dann passiert etwas Spannendes. Die Liv sonst in der Beziehung mit dem Marc mittlerweile sehr so souverän, hat alles im Griff, schmeißt irgendwie auch das ganz viel Zeugs daheim, hat durch das viel Kontrolle. Fühlt sich auch selbstwirksam, merkt aber, dass sie eben auch das Gefühl hat, sie muss alles im Griff haben. Und manchmal sie sogar denkt, der verhält sich ja wie einfach eins von meinen Kindern, hockt auch noch da, macht auch noch mit. Und das ist jetzt auch nicht so sexy. Über Sex und Kind, was das bei der Beziehung macht, über das reden wir dann in 2-4 Wochen. Ja, weil wir gefunden haben, so ein spannendes Thema, machen wir einen Sidekick. Da brauchen wir nochmal ganze 50 Minuten. Ja, genau. Das, was macht die Elternschaft mit unserem Sexleben? Liv und Marc, ob sie Kind haben oder nicht, aber Liv muss alles in der Kontrolle haben. Genau. Und wenn wir jetzt sagen, sie haben Kind, verschärft sich es halt meistens noch. Es ist bei ihr, das passt ihr auch. Das wäre auch wieder spannend, so punkto eben dieser Kollusion, Folge 20. Irgendwann ist das so fest eingefahren, dass die Rollen klar sind. Sie ist die, die Kontrollen übernimmt. Und er ist der, der so ein bisschen folgt. Und sie merkt, das hat eben den Vorteil, aber sie hat den Nachteil, früher war das anders gewesen. Vor dem Kind oder am Anfang der Beziehung hat der Marc viel mehr reingebracht und es war sexy gewesen. Also das heisst, er kommt zu ihr und sagt, du hast Lust heute? So. Der Marc heutzutage, ja. Oder schaut sie vielleicht mit einem so einem treuen Hundeblick an und sie denkt sich, oh Gott, will er mir gerade etwas sagen? Oder sie weiss genau, sie muss Daumen hoch oder Daumen runter machen. Genau, und sie merkt, wenn er das jetzt unter Konsent versteht, das finde ich nicht sexy. Und jetzt ist er weg zu Hawaii. Und jetzt fühlt es sich nicht mehr genau gleich an.
Das erste Mal hat sie gemerkt, dass sie ein bisschen Angst bekommt und Befürchtung, vielleicht findet er doch jemand anders noch dort attraktiv. Und das fände sie jetzt doch nicht ganz so cool, wenn er jetzt dort mit jemand anderem etwas hat. Ist ja auch nicht vereinbart in ihrer Beziehung. Und gleichzeitig denkt sie sich, ja, der Fitnessinstruktor, nein, den lade ich jetzt trotzdem auch nicht zu mir ein. Und dann, jetzt fängt es schon an zu spielen hier. Also jetzt merkt sie, okay, die sind weiter weg. Dann kommt die Befürchtung, was könnte er machen? Er ist autonom. Es kommen auch so Gedanken, was könnte ich machen? Weil die Freiheit hast du natürlich mehr, wenn du 3 Wochen, ja gut, Kind hat sie jetzt noch, die werden jetzt irgendwo auch versorgt, so ein bisschen Raum hat. Und jetzt wird es interessant, weil über das wird sie mit mir rausschälen können. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Abstand. Ich brauche ein bisschen mehr Raum für mich. Vielleicht ist es clever, wenn wir auch so Zeiten planen in Zukunft, wo man weggeht. Mit den Regeln, die man dann macht, es gibt auch die Paare, die sagen, dann gehst du 2 Wochen weg und dann darfst du wirklich einfach machen, wie wenn du keine Beziehung hättest. Beziehungsweise, das wäre das Regelwerk von ihrer Beziehung. Und über das sie realisiert, wenn der Marc heimkommt, möchte ich ihm erstens sagen, ich will im Fall, dass du wieder mehr deine Bedürfnisse und Wünsche anbringst. Wagt das. Und vielleicht braucht der Marc die Erlaubnis auch, weil wir wissen ja auch nicht, wie der Marc erzogen worden ist und was er mitbringt. Ich würde sagen, wir spulen jetzt 3 Wochen vor. In der 4. Woche kommt er zu dir in Therapie. Und ich komme mit, genau. Braun gebrannt. Genau, Surferboy. Der Surferboy. Und dann schaust du mit ihnen zweimal an, hey, was habt ihr eigentlich für eine Geschichte, ja, im Sex? Oder wie sind ihr sexuell sozialisiert worden? Zuerst kommt er rein mit einem ganz anderen Gang. Ich sage es dir, der schwingt seine Hüfte viel mehr. Feli träumt dann von ihrem Klient. Ich träume dann von meinem Surferboy, genau. Und ich sehe auch bei der Lift, die hat so ein Glitzern in den Augen. Ich sehe auch, dass sie ihn anders anschaut. Und ich frage mal, wie war es denn? Und jetzt ist das natürlich alles super toll gelaufen. Die haben, als er heimgekommen ist, auch tatsächlich eine sehr stürmische Annäherung gehabt. Und guten Sex. Also du willst mir sagen, wenn man das mit der nächsten Distanz im Griff bekommt, dann kann das schon sehr viel auslösen. Das kann sehr viel auslösen. Das Ding ist, ob sie das jetzt etablieren können als neues Muster oder ob das nur schnell ein Hawaii-Kick war. Und er hat dann, also jetzt reden wir ja mit ihm, wir holen ihn rein ins Boot, weil er weiß ja noch nicht, dass wir über die Fantasien geredet haben. Und ich würde das jetzt aufnehmen können und sagen, weißt du was, ich sehe, du kommst ganz anders rein. Du hast so ein Leuchten in den Augen. Ist dir aufgefallen, dass dein Gang anders ist? Und er würde vielleicht sagen, oh, ich traue es fast nicht zu sagen, aber es hat mir einfach wirklich so mega gut da, weil ich habe gemerkt, ich habe die Liv so vermisst. Und ich habe aber auch gemerkt, ich habe noch einen Marktwert. Die haben mich tatsächlich angeschaut dort und ich hatte die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und aber auch gemerkt, will ich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich dann wieder heim kann und schwenke hier ein bisschen meine Hüfte. Ich finde es nicht einmal so ein attraktives Bild. Ich stelle mir gerade den Marc vor. Aber wenn wir das jetzt so ein bisschen überstrapazieren. Und dann, die gemerkt haben, es tut mir gut. Und jetzt kommt natürlich ich ins Spiel. Weil die zwei, das jetzt zu etablieren, wäre ja ganz schwierig. Weil es wird wieder ganz kritisch, dass das nicht verletzend ist. Also, weil die Liv kann ja nicht sagen, ja, ich finde es super, wenn du jetzt einfach immer mal 3 Wochen weggehst, weil erst dann finde ich dich wieder geil. Und er wird vielleicht auch nicht sagen, ich muss zuerst von anderen angehimmelt werden, damit ich wieder merke, ich will zurück. Aber das checken sie ja. Und dann könnte ich reinbringen, ja, vielleicht brauchen wir genau das Spiel von der Distanz und Nähe. Und dann können sie vielleicht auch gewisse Sachen etablieren. Also mir kommt ein Paar in Sinn, wo wirklich irgendwann, wir haben es ja auch schon mehrfach thematisiert, die räumliche Trennung, wenn die möglich ist, in der Wohnung. Es gibt halt viele Paare, die die Erotik vielleicht aber paradoxerweise leichter erhalten können, wenn sie getrennte Schlafzimmer haben, getrennte Räume, wenn jemand regelmässig auswärts schlaft, mal bei einem Kollegen bleibt und eben nicht heimkommt und man auch nicht weiss, wie lange sind sie jetzt weg gewesen. Und jetzt möchte ich schnell anfügen, wir reden von einer sicheren Beziehung. Schnell den Link zum Thema Eifersucht. Wenn ich weiss, der Marc ist ein notorischer Fremdgänger und hält sich nicht an die Regeln, die wir abgemacht haben, würde ich etwas anders vorgehen, nur dass das schnell gesagt ist. Was mich jetzt aber noch wundernimmt, das, was ich vorher angesprochen habe mit der sexuellen Sozialisierung, wie fest spielt eben noch eine Rolle, abgesehen davon, dass man die nähere Distanz muss miteinander, dort die richtige Balance finden, was man für einen Background hat. Weil in der Perel, in ihrem Buch, dort hat sie ja ganz viele Paare, wo sie dann irgendwann merkt, ah, der Hund liegt eigentlich in der Kindheit begraben. Ich finde das natürlich sehr interessant und auch relevant, um die sexuelle Sozialisierung anzuschauen. Also wie ist daheim über Sex geredet worden? Wie haben meine Eltern
reagiert, wenn sexuelle Themen auftaucht sind? Wie haben sie auf meine eigene sexuelle Entwicklung reagiert? Das ist ja immer so ein ganz schwieriges Thema, weil Eltern, das wäre auch gesund, wenn die ja nicht grenzüberschreitend sind bei Kind. Das heisst, es ist auch tatsächlich nicht immer einfach, wenn die Eltern kommen würden und ständig sexuellen Kontext hineinbringen. Das kann sehr übergriffig sein für Kinder und dann wieder ein Problem sein. Es kann aber auch sein, dass das so fest ausgespart wird, also emotional vermieden wird, dass Kinder das Gefühl haben, ah, das ist so etwas Verdecktes, Verstecktes. Das ist das eine. Also das würde ich fragen, wie sind ihr an Sex hergekommen, wie sind die ersten sexuellen Erfahrungen auch gewesen? Weil das macht einen Unterschied, ob ich das mit Lust und mit Selbstwirksamkeit verbinde oder mit Scham und Überforderung oder Übergriff. Das wäre so die eine Ebene, aber ich habe wirklich noch eins weiter. Weil über das möchte ich gerne reden, wenn wir über Elternschaft reden. Weil die Bindungsmuster und die Rolle innerhalb des Bindungssystems meistens zu einem Teil übernommen wird. Also die Rolle, die ich als Kind hatte gegenüber meinen Eltern, ist halt eine Rolle, die ich gut kenne und gegebenenfalls reaktiviert wird in der Paarbeziehung und im Bett. Also sprich, wenn jetzt der Marc sehr fürsorglicher Sohn hat müssen sein, weil ich viel... Vielleicht ist der Vater, ich irgendwas fantasieren, ich bin dort nie so gut die Beispiel wie du, abwesend oder nicht präsent gewesen. Und dann Mutter hat ihn gebraucht als Sparringpartner, dass er dann später mit der Liv wie eine kann die Frau erotisieren, oder? Mhm. Spannend ist, Sparringpartner in meinem Begriff hat ja sogar noch etwas Aktives. Mhm. Blöder wäre noch, er hat das auch nicht mehr dürfen sein, sondern das, was du zuerst gesagt hast, vor allem ihre Bedürfnisse gesehen und für sie da sein. Das heisst, er hat gelernt, also das tun wir es mal auszeichnen, der Vater wäre wirklich auch gegangen, vielleicht hat er auch die Familie verlassen, die Mutter hat sehr gelitten und der Marc hat sozusagen eine Ersatzfunktion eingenommen vom Mann und hat gelernt, ich bin ein guter, fürsorglicher Sohn, das hast du gesagt, weil in Fürsorge auch drin steckt, im positiven Sinn, ich sehe dich, im zu krassen Sinn, ich sehe mich nicht mehr. Mhm. Ich sehe nur noch dich. Meine Bedürfnisse spielen keine Rolle. Und jetzt am Anfang mit der Liv, wäre er wie noch, wäre Liv noch genug weit weg gewesen von seiner Mutter als Rolle. Und er hat können, die Initiative, die spielerische ergreifen. Und irgendwann ist die Liv immer mehr geworden zu seiner, ja, zu seiner Mutter. Das klingt jetzt krass. Aber in der Rolle, Perel redet von einer emotionalen Resonanz, wo erzeugt wird. Also plötzlich hat Liv etwas in ihm gemacht, was ihn daran erinnert hat, unbewusst. Und dann hat er angefangen, sich anzupassen. Und er hat angefangen, seine Bedürfnisse nach ihren zu richten. Und das kann eine riesige Erleichterung sein, wenn die Paar hören, Moment mal, und dann richte ich mich ehrlich gesagt eher als kleiner Marc wieder nach meiner Mutter, anstatt als erwachsener Marc, der heimkommt von Hawaii, wo seine attraktive Frau sieht und wo denkt, ich hätte gerade so Lust auf dich und ich möchte die jetzt gerade einfach so, wie ich es mir vorstelle. Ich darf. Also er muss hören, ich darf und sie findet es sogar lässig. Sie findet es lässig und für sie ist es vielleicht auch noch eine gute Erkenntnis, oh, okay, vielleicht kann ich an meinem Verhalten ja auch noch etwas anpassen, um nicht nur mehr wie seine Mutter zu werden, die ich ja kenne. Und wenn du Frauen sagst, sie werden immer mehr wie die Schwiegermutter, das hat meistens dann auch einen Effekt. Das war ja auch spannend bei der Schwiegerfamilienfolge, die wir mal gemacht haben. Und über das können sie gewisse Rollen manchmal leichter ablegen, wenn sie merken, was habe ich da noch für ein anderes Kleid an. Wäre jetzt dort sehr interessant. Man könnte jetzt dort auch noch bei der Liv schauen, was hat sie für eine Sozialisierung. Mhm. Aber das heisst einfach auch wieder, auch bei der Erotik spielt am Schluss unsere Prägung, unsere Herkunft auch eine Rolle. Aus meiner Vorgehensweise sehr. Ich erfrage die einfach auch. Was nicht heisst, dass man zum Beispiel Sexualtherapie nicht auch machen kann, ohne das mit einzubeziehen. Ich finde es immer schade, weil ich das sehr ergiebig und spannend finde. Und man dann auch jetzt im schematherapeutischen Rahmen dann irgendwann wie kann sagen, ist es eben eine gesunde Erwachsene-Liebe, wo das Spiel von einer höheren Distanz möglich ist. Oder im anderen redet man, das benutzt auch Perel, von einer kindlich-regressiven Beziehung. Und das ist nur spannend. Das heisst, im blödsten Fall wird unsere Partnerin Partner eben wie zu einem Elternersatz, wo einerseits ich die Rolle soll einnehmen von früher, aber es geht noch weiter. Man sich auch wünscht, dass Partnerin Partner das besser, anders, gut macht, wo mir früher von meinen Eltern gefällt hat. Und dann sind wir sehr schnell in einer eben Kollusion, in einer starren Beziehungskonstellation, wo natürlich dann man sich auch auflehnen soll. Dass man dann plötzlich sagt, ich bin im Fall nicht die, die dir jetzt alles muss geben muss, nur weil du früher vielleicht zu wenig auf deine Kosten gekommen bist.
zum Überprüfen, ob ich das verstanden habe. Das heisst, der Mark, der sehr fürsorglich für seine Mutter sein musste, wo es nicht um seine Bedürfnisse gegangen ist, wünscht die sich jetzt eigentlich von der Liv, dass Liv ihn wirklich sieht? Ja, genau. Er würde sich wünschen, dass er nicht mehr muss sich immer nach ihr richten, sondern er wünschte sich jetzt eigentlich eben eine Mutter, die er früher hatte, eine Mutter gebraucht, die gesagt hat, ich habe einen schweren Verlust erfahren, mein Mann hat mich verlassen, das ist ganz schlimm für mich. Aber du darfst trotzdem dein Leben leben. Und du darfst trotzdem deine Wünsche und deine Impulse leben. Wie würde sich denn das jetzt bei der Liv zeigen, indem sie ihm auch klar signalisiert, ich will dich jetzt? Zum Beispiel. Oder sie sind ja jetzt auch noch bei mir. Also, das ist natürlich super, weil ich ihnen eben so Impulse hineingeben, die schwierig sind, selber hineinzugeben. Zum Beispiel zu sagen, ja, habt ihr mal Lust, Fantasien zu teilen? Bei diesen zwei könnte ich mir sogar vorstellen, dass das noch interessant sein könnte. Und für Marc, sie muss ja vielleicht nicht den Namen vom Fitnessinstruktor sagen, vielleicht ist das zu klar und deutlich, aber wer weiß, vielleicht fände er das sogar noch attraktiv, dass sie sagt, das habe ich manchmal, wenn ich so in sehr, sehr körperlichen Umgebung bin. Ah, und dann wünschte ich mir einfach, dass das passiert. Und klar, es ist noch heikel, dann fragt sich der Marc, ja, wann soll ich das machen? Darf ich jetzt einfach ins Bad rein, wenn sie duscht und den Übergriff machen? Und manchmal ist es am Anfang so, dass man da recht viel darüber redet. Also das ist so ein bisschen technisch, weil dann, also soll ich denn das machen? Und sie vielleicht einfach mal sagt, probier es doch einfach mal aus. Und dann vielleicht auch lehre dich aufnehmen, das kann nicht klappen, aber sie haben vorher schon wie so ein Spielfeld aufgemacht. Eine Szene kommt mir aus dem Buch in den Sinn, wo die eine Frau zu ihrem Mann dann sagt, also er tut sie immer so, eben, willst du Sex? Und sie findet einfach so, Mann, nein, es tönt mich total ab, wenn du mich jedes Mal fragst. Mhm, aber eigentlich will ich, aber wenn du mich und, fragst, nicht. Genau, und dann sagt Perelli, sag doch nächstes Mal einfach, ja, probier es mich zu überzeugen. Ja, genau. Und das habe ich, das ist wie nicht abblocken, aber es gibt dann ihre gleich noch Spielraum, zum, auch zum Nein, trotzdem zum Nein kommen. Und ich weiß nicht, ob es dort ist, aber es kann sein, dass es genau dort ist, wo er sagt, hast du Lust? Und sie sagt so, nein, aber mach mir welche. Das ist so schön. Also, wo ich gedacht habe, also, den Satz allein habe ich schon mega erotisch gefunden. Aber es ist ein ganz feiner Grad und man muss wahrscheinlich sehr viele nonverbale und verbale Zeichen auch wahrnehmen. Also, der Umgang mit Grenzen ist natürlich super sensibel. Da. Ja, und jetzt müssen wir doch noch schnell einen Link machen zu, ich glaube, es war Folge 2 und der apokalyptische Reiter. Wenn ein Paar schon an einem Punkt ist, wo es ganz, ganz schwierig ist, sind diese Interventionen super heikel, weil sie meistens wieder zu noch mehr Verschluss führen. Also, weil das, was du sagst, die Verletzungen sind schon so tief und die Abwehr und das Mauern ist so gross, dass es nicht mehr funktioniert. Es muss eine gewisse Beweglichkeit nur innerhalb der Beziehung sein. Darum, mir ist sehr bewusst, dass, wenn ihr das da draussen zuhört, einige werden denken, ah, das ist spannend, und andere wie spüren, das geht nicht. Das geht nicht. Und das ist mir noch wichtig zu sagen, das ist, wie du es gerade sagst, super individuell. Aber was wollen wir wollen oder was wollen wir? Zu sagen, wir können aktiv etwas machen. Wir können, also ich würde sogar weitergehen und sagen, wir müssen aktiv etwas machen. Sonst irgendwo findet sich sonst, man nennt das auch so ein stabiles Gleichgewicht. Es ist irgendwie nicht gut, aber es vertappt. Und das es braucht dann einfach wenig, wenn jemand von außen kommt, oder? Ja, und man sich die auch fragt, das finde ich immer sehr spannend, auch wenn es schmerzhaft ist für die Beteiligten, welche Funktion, wo stützt der Dritte oder die Dritte gerade das System? Weil manchmal braucht man jemanden Drittes, damit es nicht vollends kippt. Und wenn das Paar eingesehen hat, ist das ganz auch ein verändernder Faktor, dass sie sagen, die dritte Person ist nicht nur einfach verletzend, sondern in der Funktion. Können wir die wieder selber übernehmen? Können wir die anders aufteilen? Und dann wird es wieder flexibel. Bevor wir in die berühmte Schlusskurve gehen, will ich einen Aspekt noch aufnehmen, den ich angekündigt habe und wir aber jetzt noch nicht thematisiert haben, die Feminisierung von der Liebe. Ja. Ich habe gesagt, sie zwei reden sehr viel und ich höre viel als... Was ist eine gute Beziehung? Ist eine Beziehung, wo man miteinander redet. Wir proklamieren das ja auch ein bisschen. Wir reden auch. Miteinander. Ja. Wir reden auch. Alles analysieren, auseinander. Und gleichzeitig ist es ein Problem. Beziehungsweise es wird zum Problem, wenn man das als den Hauptkanal, muss das richtige Wort nehmen, weil man darf das als Hauptkanal nehmen, wenn beide auf dem Wohl sind. Es ist aber schwierig, wenn man das als die Norm festlegt, als dort drüber muss die Beziehung laufen, wenn sie gut ist. Und alles andere abwertet. Genau. Und das habe ich auch gelesen, also bei der Perel sehr spannend gefunden, weil ich da auch Bezug dazu nehmen. Wir sind ja beide sehr auch sprachlich affin, wir haben das gern. Ich zum Beispiel habe einen Partner, der auch sehr gerne redet. Das kommt mir extrem entgegen. Und gleichzeitig ich auch merke,
ich habe ein paar, ganz viele, die mega Mühe haben mit das, jetzt muss ich das auch noch alles beschreiben. Und man, das ist die Feminisierung, sehr schnell, also Feminisierung heisst, weil das eher eine weiblich sozialisierte Art ist, Beziehungen zu führen über die Kommunikation, über die Beziehungsgestaltung, über die Worte. Und eine männliche Sozialisation immer noch viel mehr beinhaltet, eben über, ja, über die Körperlichkeit, über Bewegung, über Nähe, über Handlungen Beziehung herzustellen. Und das nachher auch eine riesige Überforderung sein, wenn man das von jemandem verlangt, der so überhaupt nicht erzogen worden ist. Ich habe mir dort das Notiz aufgeschrieben, erzähl mir jetzt, was du denkst, Ausrufezeichen, also die Intimität mit Ausrufezeichen einfordern, wo am Schluss eigentlich eben, vielleicht nehmen wir jetzt mal an, der Marc wäre einer, passt jetzt nicht zu dem Bild, das wir vorher von Ihnen gezeichnet haben, aber der Marc wäre einer, der vielleicht über, indem er für sie geht, einkaufen oder das Kaffee am Morgen herstellt, seine Liebe zeigt. Und am Abend, wenn sie dann auf dem Sofa sagt, sag mir jetzt, dass du mich liebst oder was schätzt du an mir, dass er dann findet, hey, ich habe es doch den ganzen Tag gezeigt. Genau. Und das finde ich, ich habe es super spannend gefunden, weil ich würde das unterschreiben, dass auch einfach wie Paartherapien aufgebaut sind, oft dann dort dem mehr Spielraum gibt, wo man mehr reden kann, also die Sprache. Weil manchmal ist es ja schon auch umgekehrt. Aber was mir vor allem so gefallen hat... Also über Gefühle auch reden. Ja, genau, oder? Über Gefühle auch reden. Ja, weil das andere wäre oft wieder emotionale Vermeidung, sich rausreden, drum herum reden, um heiß über einreden. Weil das die Sexualität und die Körperlichkeit auch so positiv aufwertet und dann halt vielleicht auch... Das ist also ein Klischee, die Frau will reden, der Mann will Sex. Also, und man sagt ja auch, das ist sehr verkürzt, wenn die Frau Nähe herstellt über das Reden zum Sex haben und der Mann Sex will zum Nähe herstellen, um dann auch reden zu können. Und es ist aber manchmal halt so ein bisschen so. Und dann auch zu merken, dass jemand, wo Sex will, das kommt auch im Buch vor, eine Frau sagt, und dann habe ich plötzlich gemerkt, vielleicht will er ja Bindung, vielleicht will er ja wirklich mich, aber über meinen Körper. Und dann auch so, das war auch noch spannend, über Sexobjekte. Also, dass sie so sagt, wenn wir es nicht mehr schaffen, unsere Partnerin oder Partner als Sexobjekt zu sehen. Und das ist ein bisschen provokativ, sie meint es aber positiv. Ja, dann ist es schwierig, guten Sex zu haben, weil es ist wichtig, dass wir uns auch als das Objekt der Begierde sehen können und nicht nur über das Reden. Das stimmt. Ich glaube, es war aber auch das Paar, das gesagt hat, Frau, ich fühle mich immer wie ein Objekt, wenn du einfach mich nimmst oder einfach Sex willst, ohne dass wir zuerst miteinander reden. Und dann ist es abwertend. Und erst, wo sie verstanden hat, dass das bei ihm überhaupt nichts Objektives hat, sondern genau sie will und dass das seine Art ist, zum Bindung zu suchen oder zum Nähe zu suchen, dass sie das wie angefangen hat, anders zu lesen. Ja, genau. Das finde ich übrigens in der ganzen Diskussion um die Sexobjekte, wenn das diskutiert wird, dass wir manchmal auch rauslassen, zu sagen, wir müssen jetzt aber noch schauen, wie ist das genau konnotiert. Also heisst Sexobjekt mein Bedürfnis über dich, ich nehme mir einfach, was ich will, oder ist Sexobjekt der Teil, wo wir genau darüber reden, über die Erotik, über die Lust, über die erlaubte Aggression. Oder wo ich sage, in einem gewissen Kontext bin ich gerne Sexobjekt und in einem anderen Kontext ganz sicher nicht. Und das müssen wir unterscheiden und das fehlt mir manchmal in dieser Diskussion auch ein bisschen. Darum ist das hier auch so, manchmal fühlt es sich so an, wie so ein bisschen auf Eisschollen laufen. Weil wir ja jetzt heute nicht wollen sagen, sind aggressiv, nutzen eure Macht und überschreiten alle Grenzen, objektivieren nach Lust und Laune. Dass wir aber sagen, ganz ohne das ist reizvolle Erotik und Sex schwierig. Und dass das in einer langjährigen Beziehung darf stattfinden oder vielleicht ein Stück weit auch wieder soll stattfinden. Um jetzt in die Schlusskurve zu gehen, weil die Zeit vergeht einfach wahnsinnig schnell. Wir haben so lange nicht mehr können in Ruhe Podcast aufnehmen. Das ist das Problem. Wir haben 24 Stunden Doppelfolge. Yep. Nee, also, was tun, wenn man sich die Erotik zurückwünscht? Wir haben ja gesagt, es gibt Hoffnung am Anfang. Es gibt ein paar Sachen. Genau, und die schlechte Nachricht war übrigens, man muss etwas tun dafür. Gut. Ja. Kann aber auch ganz eine gute Nachricht sein, weil man es tut kann dafür. Etwas tun. Kann auch Spass machen. Für mich ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe, Fantasie zulassen, Fantasie überhaupt mal merken, dass man sie hat und schauen, wie kann man das vielleicht einfach auch so in eine verspielte Art, also Fantasie hat für mich viel mit Spielen zu tun,
wieder so in die Beziehung hineinbringen. Genau, also sicher ein wichtiges Wort ist die Dynamik. Das ist auch Dynamik. In meinem Kopf mal ein bisschen aufmachen. Vielleicht einmal sich überlegen, was sind denn so geheime Fantasien? Wo kommen, also geheim auch, weil, wo kommen gerade wieder Bewertungen, Abwertungen, autoritäre Stimmen, wo denken, das kannst du doch nicht, das sollst du doch nicht. Sich also, jetzt sind wir auf der Individualebene, sich also ein bisschen achten, eben, wie bin ich sozialisiert worden? Und wer Lust hat, das ist kein Muss, aber man kann schauen, was wird da vielleicht schematherapeutisch reaktiviert oder aktiviert, welche Rolle nehme ich ein. Das wäre so die Individualebene. Und auf der Paarebene ist sicher mal etwas, sich zu überlegen, also eben nicht einfach nur in die Agenda schreiben, dann muss man, aber zu schauen, hat unsere Paarbeziehung überhaupt die Möglichkeit zu atmen. Und was mir auch sehr gut gefällt, durch die Planung. Also eben Planung ist halt wirklich auch Wertschätzung. Und wenn ich weiss, wir haben den und den einen halben Tag für uns, und man muss ja nicht hineinschreiben, dann müssen wir Sex haben. Aber wir haben einen halben Tag für uns, dann berichtet halt die Paar schon sehr deutlich von, ich fange an, mir Erwartungen und Gedanken und Bilder zu machen. Fantasie. Fantasie. Übrigens Ausblick zu unserer nächsten Folge. Wir werden über Imagination reden, über Bilder und die Kraft der Bilder in der Therapie, aber vielleicht auch im Sex. Und das finde ich fast das Wichtigste für heute mal mitzugeben. Also so zu merken, Erotik findet nicht nur dann statt, wenn eine Handlung dazu kommt, sondern das Vorspiel, das war auch irgendwo im Buch, wo sie gesagt hat, kann Tage gehen, wenn ich weiss, am Freitagmorgen ist unser freier Morgen und vielleicht schon am Dienstag mir überlegen, was könnten wir denn dort machen? Auch wenn es im Fall ist, Netflix zusammen schauen. Dann passiert halt schon etwas, es bewegt sich. Das wäre die dynamische Sicherheit und nicht die schlaffe Sicherheit. Danke vielmals, Felicitas. Danke vielmals euch allen fürs Zuhören. Wir hätten noch lange reden, es gibt noch viel zu sagen. Aber vieles, was wir angetönt haben, das können wir versprechen, das könnt ihr dann vertieft in unserem Buch lesen. Das heisst «Beziehungskosmos – Eine Anleitung zur Selbsterkenntnis» und kommt am 1. Juni raus und kann überall schon vorbestellt werden. Infos zum Buch, aber auch zu unseren Auftritten, die wir ab Juni haben oder wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr wisst, wir sind ein unabhängiger, werbefreier Podcast und produzieren den allein durch eure Unterstützung. Und in der Zwischenzeit, vor allem, ist es ein grosser Teil unserer Erwerbsarbeit. All diese Informationen findet ihr auf unserer Webseite beziehungskosmos.com. Dort könnt ihr übrigens auch den Newsletter abonnieren. Die Musik kommt von Blue Dot Session. Jetzt habe ich dann keine Stimme. Und das nächste Mal brauchen wir dann eben, wie gesagt, wirklich unsere Fantasie. Wir schauen die Imagination an, die Kraft von dem, die Kraft der Mittel, auch in der Therapie. Das ist der Beziehungskosmos in zwei Wochen. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Beziehungskosmos.